Selbstbestimmung und zweitens auch Freiheit, weil es nach meiner Auslegung bedeutet, dass ich aktiv an der Gesellschaft teilhaben kann. Ich kann diskutieren, ich bin ein Teil der Gesellschaft und möchte diese auch aktiv mitgestalten. Und gerade mit Verboten, wie zum Beispiel einem Gesichtsschleierverbot, mit einem Verbot vom Beten in öffentlichen Räumen, damit schließt man die Muslime aus der Gesellschaft aus. Nein, sie schließen sich selber aus. Nein, damit werden Muslime aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Und hier beginnt das Problem, wo dann eben die Radikalisierung beginnt. Wo? Wenn Muslime aus der Gesellschaft mit solchen Verboten ausgeschlossen werden. Nein, Muslime nicht, aber diejenigen, die sich ausschließen mit dem Burka oder dem Niqab. Die Muslime gehören zu dieser Gesellschaft. Sie sind Teil dieser Gesellschaft. Das radikale Islam, das Sie jetzt hier vertreten, ist nicht Teil dieser Gesellschaft. Und das, was Sie tragen, schließt sich aus dieser Gesellschaft aus. Sie haben keine Identität. Diese Mimik ist wichtig für die alltägliche Kommunikation. Ob Sie das freiwillig machen oder nicht, interessiert mich nicht. Sie tragen ein politisches Symbol. Und dieses politische Symbol hat eine gewisse Argumente dahinter. Und seien Sie bitte ehrlich und sagen Sie diese theologische und politische Argumente, die dahinter stehen. Das können Sie nicht verstecken. Es stecken keine politischen Argumente dahinter, sondern rein theologische. Und Sie würden ja wahrscheinlich auch das Kopftuch als politisches Argument ansehen. Bitte? Sondern es ist ganz klar, es ist im Islam verankert, es ist nach allen vier Rechtsschulen, sind Sie sich einig, dass der Niqab eine normative Option ist und ebenso wie das auch heißt, das Sie Kopftuch eine Kultushandlung ist im Islam. Okay. Es ist ganz klar, dass auch das Gebet jeder Muslim betet fünfmal am Tag, wenn er seine Religion praktiziert. Ja. Wenn ihm das in öffentlichen Gebäuden am Arbeitsplatz untersagt wird, schränkt man ihn in seiner Religion ein. Wir reden hier nicht darüber. Wir reden hier über Burka und Niqab. Wir sprechen hier über Radikalisierung. Und Sie haben die theologische Grunde nicht genannt. Ich erkläre Ihnen, wo das die Radikalisierung beginnt. Dann sagen Sie und sie beginnt hier, wo wir Muslime nicht in der Tat wirtschaftlich und gesellschaftlich wirklich an der Gesellschaft teilnehmen Sie können. Wenn wir keinen Platz in der Gesellschaft bekommen, ohne dass wir unsere Werte, unsere Religion aufgeben müssen, wollen Sie hier missionieren? Gegen jetzt können Sie nicht den Mansur übernehmen. Die Muslime können in dieser Gesellschaft, Entschuldigung, Sie sehr gut leben. Sie machen sich Sorgen über die Radikalisierung. Sie machen sich Sorgen um die Radikalisierung zum Nachteil der Muslime in einem Land, in dem es tausende Moscheen und Gebetshäuser gibt. In einem Land, wo es Religionsfreiheit gibt, nicht nur für Christen. Da machen Sie sich Sorgen. Machen Sie sich eigentlich keine Sorgen um die Christen in Saudi-Arabien, denen noch nicht mal das religiöse Existenzminimum gewährt wird. Wir erlauben hier die Koranverteidigungsaktion LIS. Versuchen Sie mal mit einer Bibel nach Saudi-Arabien einzureisen. Die könnten keinen Fuß ins Land setzen. Sie machen sich Sorgen um die Muslime in Deutschland. Die meistverfolgte Gruppe, das sind die Christen weltweit und nicht die Muslime. Und wenn Sie sagen, lasst uns nicht das Trennende betonen, sondern das Gemeinsame, da bin ich bei Ihnen, dann lassen Sie uns mal Hand in Hand dafür streiten, dass die Christen in den islamischen Ländern genauso viel Religionsfreiheit bekommen wie die Muslime bei uns. Ich will kurz zu unserem Strang gehen, da nach Frau Illy angesprochen hat und die sie als einen Grund nimmt, weshalb ein junger Mensch sich tatsächlich so weit radikalisieren kann, dass er in den sogenannten Heiligenskrieg ziehen will. Zumindest hat sie es auf der Homepage ihres Vereins so geschrieben. Auf der Internetseite des Islamischen Zentralrats in der Schweiz richtet sich Nora Illy an Jugendliche, die in den Krieg nach Syrien ziehen wollen. Muslime sind, und da gibt es nichts schönzureden, weltweit massivsten Repressionen ausgesetzt. Kein Wunder also, dass die Versuchung riesig sein muss, aus diesem Elend auszubrechen. Ja, die Hijra, also die Einreise in ein islamisches Land, nach dem Vorbild des Propheten zu vollziehen, um dann im gelobten Syrien gegen die Schergen Assads und für Gerechtigkeit zu kämpfen. Daran ist aus islamischer Sicht auch gar nichts auszusetzen. Eine solche Überzeugung muss man, in den hiesigen Kontext übersetzt, als Zivilcourage hochloben. Doch die so einfach scheinende Narrative aus Facebook und YouTube können die brutale Kriegsrealität vor Ort nur für kurze Zeit überblenden. Bald schon wird einem angereisten Teenager klar sein, dass der Krieg nichts mit der einst in der geheizten Stube verklärten Wunschträumerei zu tun hat, sondern eine bitterharte Langzeitprüfung mit ständigen Hochs und Tiefs ist.
Frau Illy, ermutigen Sie hier junge Menschen, in den Heiligen Krieg zu ziehen, weil Sie ihnen sagen, ich habe Verständnis dafür, dass Sie sich die jungen Menschen, nämlich wie Sie schreiben, weltweit massivsten Repressionen ausgesetzt sehen und die Versuchung, aus dem Elend auszubrechen, deshalb riesig ist? Nein, ich versuche damit aufzuzeigen, dass eine junge Frau als Beispiel, mit der ich auch in Kontakt war, alle Perspektiven sozusagen genommen wurden. Sie konnte keine Lehrstelle finden, sie hatte zu Hause familiäre Probleme, das wurde ja alles bereits angesprochen. Und aus diese Repressionen, die sie erfahren hat, sprich, dass sie aufgrund ihres Kopftuches keine Lehrstelle gefunden hat, dass sie diesen ständig islamophoben Angriffen aus der Gesellschaft ausgesetzt war. Das war ihre Motivation. Sie fühlte sich von der Gesellschaft ausgeschlossen und wollte ausbrechen. Und da erschien ihr Syrien als das gelobte Land als einziger Ausweg. Was ist gelobt? Aber wie auch dort also, ganz klar im Bericht erwähnt wird, also bitte hören Sie auf, das geht klar, gar nicht. Dass das ist eine harte Kriegsrealität hat, habe ich ja auch erwähnt, dass eben nach kurzer Zeit diese jungen Teenager aufwachen und merken, dass sie eben nicht einfach in einem gelobten Land gelandet sind, sondern in der brutalen, harten Kriegsrealität. Aber und das ist das ganz das viel, nicht, das viele ausblenden. Wenn Sie am Schluss sagen, mindestens an dem Schluss, den wir jetzt gezogen haben, weil wir nicht immer weiter das zeigen wollten, verniedlichen Sie, in den Krieg zu ziehen, wenn Sie sagen, dieses sei eine bitterharte Langzeitprüfung mit ständigen Hochs und Tiefs? Nein, überhaupt nicht. Ich stelle ja damit ganz klar, dass es eben ein sehr großer Schritt ist, dass in einem Kriegsgebiet leben, damit gibt man sein Leben auf. Es ist nicht das, wo man eben im Internet die jungen Mädchen mit diesen, wie sagt man, mit diesen Heldenbildern, die diese Männer hier erzählen, du hast ein schönes Haus, ich werde für dich da sein, das entspricht eben nicht der Realität. Die Realität viel einfacher, ist eben, das haben Sie nicht zu schreiben, geht auf keinen Fall. Das wäre doch leicht gewesen, oder? Das schreiben Sie aber nicht. Geht auf keinen Fall in diesen Krieg. Zack, aus Ende, das wäre ja ein Satz gewesen. Es geht doch darum, dass wir diese Leute ansprechen und wenn man auch, was wir in diesem Bericht ja auch raten, ist, dass die Eltern mit den Kindern in einem Kontakt bleiben und versuchen auch Verständnis zu zeigen für ihre Intention und mit ihnen in einem Dialog stehen und sie so versuchen, mit der Realität zu konfrontieren. Können Sie das anerkennen, Herr Mansour? Sie bleibt im Kontakt. Sie möchte im Kontakt bleiben. Sie möchte diesen jungen Menschen nicht alles erziehen, entziehen an Verständnis. Nicht auf diese Art und Weise. Entschuldigung, es gibt auch andere Menschen, die diese Leute ansprechen können. Natürlich müssen die Eltern im Kontakt bleiben. Natürlich spielt Bindung eine große Rolle. Natürlich muss man das Gefühl, die Kinder das Gefühl geben, dass sie eine Adresse haben, wenn sie irgendwie Zweifel haben oder zurückkehren wollen. Das ist aber hier Propaganda. Also, das ist eine Art, das ist ein ganz klarer Ruf dazu, dass die Menschen sich nach Syrien gehen. Ja, das natürlich kann man in einem öffentlichen Fernsehen nicht machen. Ich verstehe das nicht. Das ist kein Dialog. Das ist eine offene Kriegspropaganda. Frau Wille, betonen Sie das jetzt bitte nicht persönlich. Ist er wirklich nicht persönlich gemeint? Es wird zu Recht gesagt, müsste der Staat nicht noch mehr tun, um das zu verhindern? Und dann läuft im öffentlich-rechtlichen Fernsehen so ein Text. Bitterharte Langzeitprüfung hört sich ja an wie Iron Man. Herr Bosbach, Sie haben schon verstanden, dass das unser Text ist. Nein, das weiß ich, klar. Aber das haben doch jetzt Millionen gesehen. Es ist keine bitterharte Langzeitprüfung. Es ist eine barbarische Terrorarmee, die mit unglaublicher, barbarischer Grausamkeit gegen alle vorgehen, die sich nicht unterwerfen. Übrigens auch gegen Muslime. Und dann zu sagen, passt auf, was ihr da macht, das müsst ihr euch gut. Das geht gar nicht. Hier gibt es nur eins. Hände weg, bleibt hier. Es geht ganz klar darum, wenn wir in so einem Kontext mit einem Kind oder mit einer jungen Frau sprechen und ihr ganz klar sagen, Hände weg, bleibt fern von dort, das Krieg ist immer brutal, dann wird sie uns nicht zuhören. Doch. Es geht, egal, nein. Doch, wenn man es geht ganz klar darum, dass man